Unser gemeinsames Projekt. Die lebenswerte Gemeinde der Zukunft. Sie ganz herzlich. Auch alle Teilnehmer dieser wunderbaren Veranstaltung. Es ist schade, dass ich nicht mit dabei sein kann. Und ich kann Ihnen nur wünschen, dass Sie gemeinsam etwas schaffen, was eigentlich ja nur ganz selten gelingt, dass Sie einander begegnen. Und sobald Menschen anfangen, einander offen und in ihrer ganzen Subjekthaftigkeit zu begegnen, dann ist eigentlich immer so etwas wie ein Wunder, was sich dann auftut, weil dann merkt man plötzlich, dann kann man frei werden und dann kann man miteinander in einen ko-kreativen Prozess treten und plötzlich hat man Ideen und auf einmal tauscht man das aus und am Ende kommt sogar noch etwas dabei heraus und das setzt man dann auch noch gemeinsam um. So, und nirgends ist das ja nötiger als auf der Ebene des Zusammenlebens in Städten und Kommunen, also in Gemeinden oder dort, wo Menschen tatsächlich den ganzen Tag ihr Leben verbringen. Es ist auch gut, wenn es an der Arbeit passiert, da kann man das auch gerne versuchen. Aber dieses eigentliche interessante Zusammenleben in all seiner Vielseitigkeit und auch Vielschichtigkeit und auch Unterschiedlichkeit ist überall dort am spannendsten, wo Menschen einander zu begegnen beginnen, die sehr unterschiedlich sind. Also lauter Gleichgesinnte braucht man nicht zusammenzubinden. Ja. Sondern wenn man ein gemeinsames Anliegen hat, mit anderen zusammen und die anderen so unterschiedliche Erfahrungen wie nur irgendwie möglich einbringen können, auch unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten und unterschiedliches Wissen, dann entsteht eine Gemeinschaft, die eine Eigendynamik herausbildet und da kommt es bisweilen zu ganz erstaunlichen Ergebnissen und Resultaten und die sind aber eher das Nebenprodukt dieser anderen Art des Umgangs miteinander. So ein Entwicklungsklima in einer Gemeinde herstellt, wenn also plötzlich Menschen merken, das geht auch anders und man kann das auch miteinander versuchen und dann machen die Erfahrung, dass das funktioniert, dann fangen die plötzlich alle an, sich auszuwickeln. Und dann werden die plötzlich wieder ganz offene und freie Menschen, die wieder in Kontakt mit sich selbst sind und nicht mehr alles Mögliche verstecken und einwickeln müssen. Ja. Das ist großartig. Und so jemand kann sich dann auch wieder entfalten. Also wenn einer verwickelt ist, der kann sich nicht entfalten. Wir haben da ein ganz tolles Beispiel. Das, nachdem der Nahversorger zugemacht hat, haben sich einige Bauern zusammengetan und ein Selbstversorgungssystem entwickelt, was eine ganz komplexe Webseite beinhaltet und ein wunderschönes Zusammenkommen, um diese Waren zu übergeben. Und da haben auf einmal alle zusammengearbeitet und vor allem auch Leute, die überhaupt nichts davon haben. Also die einfach nur aus Freude an der Sache unglaublich viel Zeit und Elan und Kraft reinstecken, damit das möglich ist. Und dadurch ist jetzt ein wunderschöne 3 Stunden beste Begegnung bei uns in der Tauklerei entstanden, bei der die Leute einfach frische, tolle, regionale Waren abholen, die sie vorher im Internet bezahlt haben, sich dort treffen, einen Kaffee trinken und ins Gespräch kommen. Und das ist Besucher, wir haben ja relativ viele Besucher aus der ganzen Welt, die immer sagen, was ist das für eine unglaubliche Qualität bei euch? Also das zu erleben, wie sich die Menschen dort begegnen, ist sehr berührend für mich. Ja, und plötzlich ist das sozusagen ein Nebeneffekt, dass dann Leute von außen kommen und sich dort wohlfühlen, dass dann plötzlich wieder auch geschäftliche Möglichkeiten sich auftun. Aber das hat man eigentlich gar nicht so im Blick, wenn man sagt, man ändert die Art und Weise des Umgangs miteinander. Man geht lieber aufeinander zu und plötzlich kommt das als Nebenprodukt dabei heraus. Ja, oder ein anderes Beispiel ist das, auch für viele inzwischen hier in St. Koloman in der Tauge total normal ist, dass wir die Gruppe Würde und Digitalisierung bei uns machen. Wir haben ein kleines Coworking Space gegründet, ganz selbstverständlich, sondern ja klar, bei euch Würde und Digitalisierung, da können die aus ganz Deutschland hinkommen und sich unterhalten. Und diese Normalität, das Andersartige kommt mich besuchen und ich spreche mit dem einfach irgendwo und kann dem völlig frei begegnen, das ist wirklich spannend, wie sich das immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. Ja. Super. Ja. Also,
Schade, dass Sie nicht da sind am 14.09. Das ist schade, aber es ist auch nicht so schlimm, weil ich glaube, dass genügend Leute da sind, die mit richtig guten Ideen sich dort versammeln. Ich wünsche allen, dass sie auch von Ihnen, lieber Herr Selye, lernen können, wie das geht und dass wir beide mit diesem kleinen Gespräch ein bisschen dazu beigetragen haben, dass diejenigen, die dort sind und die da als Teilnehmer sich auf den Weg machen, dass die Lust darauf bekommen, einander zu begegnen und zu schauen, was sie voneinander lernen können. Und wenn sie dann wieder zurückgehen, werden sie es auch umsetzen. Und dann gelingt es vielleicht wirklich, dass die Welt sich ein bisschen ändert. Und ja, sei es auch nur in einem kleinen Dorf. Alles Gute, ganz herzlichen Dank und Ihnen eine gute Zeit und den Teilnehmern eine schöne Veranstaltung. Vielen Dank. Tickets jetzt über Ö-Ticket bei allen Raiffeisen und Volksbanken sowie Sparkassen. Dein Talent wird jetzt gebraucht.